Okay, wie weit sind wir? Wir haben sehr schön geblastert. Die Dots sind eingeleimt, die Side Dots sind drin. Eine sehr schön passende Abplattung haben wir aufgeleimt. Dann werden wir jetzt die Abplattung seitlich begrenzen und das Griffbrett schleifen, damit wir morgen bondieren können. Juhu! Ich möchte jetzt die überstehenden Teile der Abplattung bündig fräsen. Um zu verhindern, dass der Bündigfräser den Halsrohling beschädigen kann, dopple ich mit etwas Tape auf. Drei Zehntel Millimeter hat die CNC-Fräse uns geschenkt, um auf das Original und endgültige Maß des Griffbrettes herunterzuschleifen. Zum Runterschrubben der Dots und zum Vorschrubben des Griffbrettes nehme ich eine der vielen Platten, die sowieso bei uns überall rumliegen, und gehe mit 60er Körnung erstmals zur Sache. Die extreme Genauigkeit, die die CNC-Fräse hergestellt hat, soll unbedingt oben an den Bundstäbchen ankommen. Das ist super wichtig. Deshalb müssen wir extrem aufpassen, die Ecken des Halses nicht runterzuschleifen, denn das passiert ganz leicht. Unser Vater, der uns ausgebildet hat, hat immer gesagt, die Ecken schleifen sich von allein. Kümmere dich um die Fläche. Recht hat er. Schon als Tischler haben wir jahrelang geübt, wie man schleift, ohne irgendwelche Ecken zu bevorzugen, die dann zu tief sind. Weiter geht es dann mit 120, 180, 240er und 400er Körnung. Und zum Schluss das Schmankerl. Das Geschnaufe kommt von meiner Gasmaske. Die trage ich die ganze Zeit. Wir müssen uns nicht nur vor dem Holzstaub schützen, sondern auch vor dem Staub der Dot-Inlays. Denn Perlmuttstaub ist sehr gefährlich. Vorsicht, Vorsicht! Wir wässern zwischen fast jedem Schleifgang. Denn hierbei richten sich die runtergedrückten Holzfasern wieder auf und können dann nach dem Trocknen von der nächst feineren Körnung wieder gekappt werden. Stück für Stück wird das Griffbrett dann immer glatter. Wässern ist großartig und wichtig. Tja, man glaubt es kaum. 3000er Papier für den Endschliff. Das Ergebnis ist unglaublich. Auch hier haben wir vorher gewässert. Schaut euch das mal an. Das ist das Ergebnis nach 6 Schleifgängen mit 4-mal Wässern und 3000er Endschliff. Das ist wie ein Spiegel. Naja, nicht ganz, aber fast. Schon folgt die erste Grundierung mit stark verdünntem Lack. Der zieht tief ins Holz ein. Lefay Basshälse sind weder Maschinen noch Autos und deshalb brauchen die auch kein Öl. Spätestens jetzt dürfte klar sein, wie wichtig Schleifen ist. Das ist kein notwendiges Übel im Instrumentenbau, sondern
elementar wichtig. Ein Riesenteil der Arbeit an einem Instrument ist Schleifen. An allen Ecken und Kanten musst du schleifen. Das ist einfach so. Und das Coole ist, es macht uns immer noch Spaß, weil wir einfach auch merken, was wir rausholen aus so einem Instrument durch Schleifen. Wie schön das dann auf einmal wird. Tja. Aber das könnt ihr noch sehen. Es gibt noch einige Videos, in denen das auch deutlich rauskommt. Mike wird euch da auch ein Lied von singen können. Morgen bondieren wir erstmal. Ich freue mich drauf.